beach volleyball. Take me to the place where the sun is always shine. Feeling down the breeze where I ever lose my mind. Bring me on the court where everyone will see. And everybody shout on me. Beach volleyball. So, wie geht's jetzt nach diesem Match? Ich bin ziemlich fertig, es war extrem heiß. Ja. Schade, dass wir es im dritten Satz so klar verloren haben. Im ersten Satz haben wir leider einen Sack nicht zugemacht bei einigen Satzbällen. Zweiter Satz ist uns dann viel aufgegangen und dritter ist leider den Tschechen nicht mehr aufgegangen. Der erste Satz war ja wirklich aufregend, vor allem das Ende, dieser lange Satzballwechsel. Wie waren da die Nerven? Wie lang sind da? Ja, die Nerven. Also ich habe jeden Punkt daran geglaubt, dass wir den Satz gewinnen und wir haben um jeden Mal gefightet. Das war extrem wichtig. Aber halt, wie gesagt, leider ein paar Satzbälle nicht genutzt oder den Ball verteidigt, aber nicht tot gemacht. Und ja, dann haben es die Tschechinnen besser gemacht am Ende. Wie sind heute die Umstände? Also wie gehst du mit der Hitze um, vor allem auch mit dem Wind hier auf der Donauinsel? Heute war es im Center Court sehr windstill, deswegen hat man die Hitze umso mehr gespürt. Ich glaube, gefühlte 50 Grad. Ich will gar nicht wissen, wie viel es waren. Und ja, viel trinken im Timeout. Und Eis auf den Kopf und alles. Also man hat es, glaube ich, eh gesehen, dass ich mich eben mit Eis zupacken lassen habe teilweise. Und dann geht das schon. Wie gehen jetzt die Vorbereitungen weiter? Ja, auf jeden Fall halt mal abkühlen, runterkommen. Morgen dann auch trainieren und ein bisschen relaxen und dann auf den Gegner für Mittwoch vorbereiten. Also nach einer Niederlage kann man nie zufrieden sein. Wir haben sicher gute Phasen drinnen gehabt. Im ersten Satz hätten wir aber sicher den Sack zumachen können. Es ist aber relativ anstrengend, wenn man immer einen Punkt hinten auch ist. Also die Tschechinnen haben, ich weiß nicht, wie viele Satzbälle gehabt. Und es ist heute brütend heiß am Center Court. Das war sehr anstrengend. Im zweiten Satz haben wir dann gezeigt, wie es eigentlich gehen könnte. Und im dritten Satz waren die Tschechinnen von Anfang an leider das bessere Team. Und im dritten Satz weiß man nie, wie es geht. Es ist ein kurzer Satz bis nur 15 Punkte. Und ja, heute ist für die Tschechinnen ausgegangen, aber am Mittwoch ist ein neuer Tag und ein neues Spiel und da werden wir unser Bestes wieder geben. Ja, wie laufen die Vorbereitungen für die K.O.-Phase? Was steht jetzt an? Ich glaube, jetzt ist einmal eine Dusche fällig und einmal ein bisschen abkühlen, weil es ist brütend heiß. Aber wir werden uns heute mal, also wir wissen ja den Gegner noch nicht, der wird morgen ausgespielt und morgen ist die Auslosung. Das heißt, wir werden morgen normal trainieren und uns einfach ganz normal auf, trainieren und auch auf den Gegner vorbereiten, so wie vor jedem Spiel. Und Mittwoch dann fokussieren, eine gute Taktik machen und Mittwoch schauen, dass wir gewinnen. Wie geht es dir mit der Hitze und mit den Gegebenheiten hier auf der Donauinsel? Zur Schweiz! Also ich genieße es sehr. Ich habe so großen Respekt vor dem Publikum. Die sitzen da in brütender Hitze auf dem, in dem Stadion, wo nur die Alubänke sind, wo die Sonne so aufheizt und sie machen so eine Riesenstimmung. Und es ist einfach brutal heiß und sie, ich weiß nicht, das Publikum ist wieder dritter Mann da. Und das, ich genieße es so, es ist so eine Ehre, da zu spielen, weil die einfach so mitgingen bei jedem Punkt. Und es war so anstrengend zum Spielen und sie geben so Gas und klar, dass man da nur mehr Gas geben will. Und ist das Feeling so wie in Klagenfurt oder merkt man schon, da ist was anders? Ich glaube, es ist nicht zum Vergleichen mit Klagenfurt, weil es viel, viel größer noch ist. Aber ich finde, Wien hat auch was sehr Besonderes. Also ich habe Klagenfurt sehr wollen und jetzt das erste Mal in Wien und ich genieße es sehr.